Howdy, Folks, und willkommen zurück zu Coral Island. Wir können bauen. Raum suchen. Was waren? Und Holz. Oh, oh, oh. Morgen sucht die Stadt Freiwillige, die beim Baumpflanzfest dabei sein wollen. Wenn du dich freiwillig meldest, auf 8 Uhr, 14 Uhr bei uns vorbei. Wir treffen uns im Wald, gleich hinter deiner Farm. 8 Uhr bis 14 Uhr. Das nächste hier auch nicht genug. Eine Karotte, die Bahn. Wir verkaufen den Mulle gleich. Zuckerrohr. Gehen wir mal in die Mine. Thank you.
Dann müsst ihr verschwinden. Nicht immer daneben. Ah. Jetzt bist du draußen. Thank you.
So. Ja, Mine verlassen. Jetzt können wir unsere Axt holen. Ich habe für morgen einen kleinen Setzling vorbereitet. Ich hoffe, ich finde ein ruhiges Fleckchen, um ihn einzubringen. Karotte für Dinde. Tut mir leid, wir haben heute geschlossen. Suchen. Wenn man die dort ja. Under.
Odin da ist. Was aus? Hallöchen Ruckla, schön, dass du es geschafft hast. Wir haben kürzlich ein System in der Stadt eingeführt, das das Leben hier noch lohnender macht. Lass es mich hier erklären. Das sind sogenannte Leistungspunkte. Du kannst sie verdienen, indem du Besorgungen erledigst, die auf dem Stadtbrett angeschlagen sind. Aber das ist noch nicht alles. Feste besuchen, die Minispiele gewinnen oder Hauptevents und sogar die Verbesserungen des Stadtrangs können dir auch Leistungspunkte erbringen. Du zum Beispiel, mein blühender Schmetterling, hast bereits verdient. Mal sehen. Rucola, Rucola. Ah, da bist du. Du hast 40 Leistungspunkte verdient, weil du zum Kirschblütenfest gegangen bist. Wir haben dieses System eingeführt, um jeden zu ermutigen, sich mehr in die Gemeinschaft einzubringen. Dort drüben, beim Leistungspunkte-Schalter, kannst du die Punkte, die du gesammelt hast, gegen verschiedene Gegenstände eintauschen. Vertrau mir, es ist den Einsatz wert. Also, da hast du es, Rucola. Ich freue mich schon darauf, zu sehen, wie du diese Leistungspunkte sammelst. Ja. Okay. Warte mal, ich nenne meinen Baum morgen der Grünblatt. Ich glaube, ich werde morgen mit Taco in Weinberg spielen. Cody sieht heute übrigens. Nari sieht heute. Omar. Ach, wie niedlich. Thank you.
nicht, dann ist Bengel. Einer von Archies Gartenhandschuhen hat ein Loch und ich vergesse immer es zu stopfen. Ich muss heute Abend erledigen. Am Wochenende habe ich viele Bambussprossen gesammelt. Hast du schon welche gefunden? Ja. Dankeschön. Bitteschön. Oh, lustig, dass ich dich hier zufällig treffe. Was machst du? Ach du meine Güte, du wirst Abfall weg. Nein. Egal, ich probiere etwas aus. Es gibt da diese alte Legende, dass eine Göttin in den Gewässern von Coral Island lebt. Mein Vater hat mir das erzählt. Wasser, wie der Ozean? Nein, nicht der Ozean. Ich habe ihn genau das gefragt. Es ist der See, glaube ich. Sag es niemandem, aber ich werfe schon Blumen rund um diesen See, seit meine Güte. Ja, ich habe es an vielen verschiedenen Stellen getan. Und noch immer nichts. Ich weiß, dass es albern ist, aber sind nicht alle Märchen albern? Wie dem auch sei, ich habe mir gedacht, ich bringe nächstes Mal Blumen ins Spiel. Ich dachte, du hättest gesagt, dass du Blumen geworfen hast. Was hast du vorhin reingeworfen? Nun, ich wusste nicht, ob das wirklich funktionieren würde. Und ich wollte keine Blumen verschwenden. Ich habe die Idee geprüft und Gras hineingegeben. Ich dachte, es funktioniert vielleicht, aber das hat es nicht. Aber keine Sorge, ich habe heute mit Blumen angefangen. Vielleicht kann man damit die Göttin beschwören. Was meinst du? Ich hoffe, ich habe die Göttin nicht erzürnt, weil ich ihr Gras gegeben habe. Abgeben. Niemand zu Hause. Alle Menschen, die mit den Händen arbeiten, immer runter. Das Baumpflanzenfest zeigt genau das. Gut, kannst du angeln. Ich will dir das Foto geben. Bäume pflanzen bringt nachher eine Menge Arbeit. Bonsai sind zwar klein, aber sie brauchen viel Aufmerksamkeit. Chimchitake gegeben. Oh wow, vielen Dank. Hey. Willi Narzisse gegeben. Vielen Dank, danke.
Ja. Kamotte. Schon angeboten, aber noch nicht gespendet. Ja, dann spendiere ich auch. Dieses Froschboot, mit dem wir morgen fahren, ist alt. Ich würde mich an deiner Stelle nicht so darauf freuen. Und als Kind habe ich... Ich hoffe, alle sind bereit für morgen. Als du morgen zum Fest kommst, dann tun wir uns doch zusammen. Warmer Rucola, du hast mich wieder erwischt. Danke, dass du an meinen Geburtstag gedenkt hast. Ich schon daran. Nein. Kennst du Walter gut? Er war. Das ist nett. Ich habe ein Haus, bla bla bla. Dreh Kokosnuss. Wunderbar, vielen Dank, Rucola. Kann ich noch einen Zapfen machen? Ja, dann lieb. Thank you.
Jetzt soll ich Sachen wieder aufwärmen. Morgen upgraden wir unser Haus. Upgraden wir unser Haus nicht, weil morgen ist das Baumfest. Morgen mit der Sonne. Ja, so, dann gute Nacht und see you tomorrow, wenn wir freuen über das Like.